In Mexiko wird der bisher 287.951 Toten der Covid-19-Pandemie gedacht. Die Feierlichkeiten zum traditionellen Tag der Toten beginnen am Sonntagabend und enden am Dienstag. Familien besuchen die Friedhöfe, um die Gräber ihrer Verstorbenen zu pflegen und zu schmücken, mit orangefarbenen Ringelblumen und brennenden Kerzen. Die Inspiration für diese Opfergaben geht auf den Codex Mendoza zurück, den der erste Vizekönig in Neuspanien, Mendoza, anfertigen ließ, um Karl V. zu erklären, wie das aztekische Reich und sein Leben organisiert war. Skelette und andere Symbole sollen den alten aztekischen Glauben symbolisieren. Die Seelen hätten Führer, die sie in die aztekische Unterwelt führen. Dieser alte Glaube ist noch immer präsent, transformiert und integriert in den heutigen Katholizismus.